Hallo meine Freunde, schön, dass ihr reinschaut zu diesem Video. Ihr seht, ich bin mal wieder am Klo, weil ziemlich beschissen. Jo, worum geht's? Es gab mal so eine Geschichte, dass ein wichtiger Zweig der europäischen Industrie in die Luft gesprengt worden ist. Nannte sich Nord Stream 2. Ne? Da hat es ja gleich am Anfang geheißen, die Russen bauen's. Klar, die bombardieren ihr eigenes Ding und verzichten auf Milliarden, das sie vorher noch mehr Milliarden gekostet hat. Aber jetzt kommt raus, was ja Verschwörungstheoretiker schon die ganze Zeit behauptet haben, ich übrigens auch, fällt mir das so ein, ne? Ich scheinbar bin ich ein Hellseher, ne? Oder ich bin einfach nur intelligent und logisch im Denken. Die Amis waren's. Ja, die USA, die Biden-Regierung hat Nord Stream 2 gesprengt. Bei einem NATO-Bündnispartner. Und ganz Europa hängt auch damit dran. Also im Prinzip hat die USA die NATO angegriffen. Und Russland. Weil das Ding gehört ja auch Russland. Ne? Also theoretisch haben die USA jetzt mit der Sprengung von den Nord Stream eigentlich den dritten Weltkrieg begonnen. Nur irgendwie reagiert keiner. Keine Bildzeitung, kein Spiegel, kein ZDF, kein niemand reagiert auf diese Meldung. Obwohl das der größte terroristische Anschlag der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg war. Wenn nicht überhaupt der Geschichte, in Kosten und Folgekosten. Und die Presse schweigt. Wer schweigt, der lügt. Würde ich jetzt mal grundsätzlich so sagen. Ne? Und wer es denn noch verhindern will, dass das rauskommt, mittlerweile pfeifen es ja die Spatzen von den Dächern. Ne? Heißt es jetzt, die Deutschen sind offiziell im Krieg mit der USA? Theoretisch müsste zumindest eine Diskussion stattfinden. Man müsste fordern, Amis go home. Keine amerikanischen Stützpunkte mehr auf deutschem Boden nach diesem Angriff. Angriff auf einen souveränen Staat? Na gut, Deutschland ist ja nicht souverän. Ne? Wir sind ja Besatzungsland. Von daher können die Amerikaner ganz einfach sagen, wir haben unsere eigene Infrastruktur angegriffen. Ne? So sehen die Amerikaner das. Und rein formell ist das auch gar nicht so falsch. Ne? Weil es gibt noch immer keinen Friedensvertrag zwischen den USA, Russland und Deutschland. Also die Amerikaner mit Deutschland und Russland mit Deutschland. Ne? Das gibt es nicht. Wir sind de facto nur in einem sehr lang anhaltenden Waffenstillstand. Mit den USA und mit den Russen. Ne? Deswegen zahlen wir mit unseren Steuergeldern auch amerikanische Stützpunkte in Deutschland. Die werden nicht von den Amerikanern finanziert. Die finanziert die deutsche Steuerzahler. Ne? Deswegen noch umso mehr ein Grund, wer uns bombardiert, wer uns angreift, der muss raus. Ja? Schließen wir strikt alle Versorgungszinken, Strom abschalten, Gas abschalten, alles abschalten. Sollen doch die Amerikaner gucken, wie sie hinkommen. Und die sollen abhauen, nach Hause. Ne? Immerhin Angriff auf Deutschland. Auf die deutsche Wirtschaft. Damit, übrigens auch schlau gedacht von den Amerikanern, damit sie jetzt die Energiepreise in Europa anheben, in Deutschland, und die Firmen dann nach Amerika auswandern, abwandern, um dort Arbeitsplätze zu sichern in den USA. Die Wirtschaft wieder mal mit einem Krieg, mit einer Kriegshandlung finanzieren. Wie auch die Ukraine. Der Ukraine-Krieg ist letzten Endes eine Wirtschaftshilfe von Europa an die USA. Ne?
Weil die geleasten Waffen von den Amerikanern, die bezahlen nämlich die Europäer. Ne? Also die Ukraine zahlt, aber die kriegen ja das Geld quasi gratis von den Europäern. Ne? Der Amerikaner ist jetzt grundsätzlich nicht so doof in den Dingen, was er tut, ne? Nur wie er es tut, weil irgendwann haut ihm das eben, gegebenenfalls jetzt, auf den Kopf, ne? Ich denke, wir sollten auf die Straße gehen und dafür sorgen, dass die Medien berichten, dass alle das wissen. Und dann können wir darüber abstimmen, ob wir noch in der NATO bleiben wollen, nachdem NATO-Partner uns angreifen. Ich finde es eine Sauerei. Ne? Bis die Tage, ich komme wieder, keine Frage. Euer Dieter.